Wieso bekommen wir im Krankenhaus derzeit nur Impfstoff von AstraZeneca? Das liegt an dem Zulassungsverfahren, heißt, bei AstraZeneca gibt es keine großen Daten aus der Zulassungsstudie zu Patienten über 65 Jahre. Es ist ein rein statistisches Problem, kein medizinisches. Und da es nicht zugelassen ist in Deutschland und Europa, ist dieser Impfstoff nicht zu verimpfen an Patienten über 65 Jahre. In England sieht das anders aus. Der funktioniert natürlich bei Patienten über 65 Jahre, aber ohne Zulassung für uns nicht zu verimpfen über 65 Jahre. Und wenn man dann einmal um die Ecke weiterdenkt, bedeutet das aktuell in der Phase der Impfstoffknappheit, dass die im Moment in Prio 1 zu impfenden Personen über 80 sind. Logischerweise sind die über 65. Das heißt, in den Impfzentren kann der AstraZeneca-Impfstoff heute nicht eingesetzt werden, bei uns im Krankenhaus, wo wir auch einen großen Teil der Belegschaft in der Priorität 1 zu impfen haben. Die sind unter 65, sonst würden sie nicht mehr im Berufsleben stehen. Also werden wir vorerst erstmal nur mit AstraZeneca-Impfstoff versorgt.